Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mirror's Edge Catalyst. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge, ja, so ein paar Teile hiervon beklettert. Es sind sehr viele Laser, die wir Gott sei Dank noch nicht berührt haben. Es kann noch passieren in den letzten Metern, die wir jetzt noch laufen müssen. Ich hoffe einfach mal nicht darauf. Wir haben es schon ein paar Mal fast geschafft, die Teile zu berühren. Aber ich hatte tatsächlich mal ein bisschen Glück und die sind nicht aktiviert worden. Was ist das denn hier? Okay, das habe ich nicht erwartet, dass wir in so einem Raum landen. Ich gehe mal schnell wieder hoch, bevor hier noch irgendein Arbeiter kommt. Ist nämlich verdammt leer hier immer überall. Die machen alle keine Nachtschicht. Verstehe schon. Okay. Damit können wir nun auch hier die Schnellreise nutzen. Und wir sollen natürlich den Gridnode wieder verlassen. Ich denke mal, wir gehen hier lang. Gut, dass die Runner Vision automatisch wieder angeht danach. Boah, ich bin so weit geflogen, dass ich direkt hier reingeflogen bin. Interessant. Wow, oh Gott. Was eine optische Illusion. Ich habe gedacht, dieses Seil dort. Ich habe gedacht, das wäre ein Seil, was wir runterrutschen können. Aber das ist ja die Schiene. Ich wollte da schon ranspringen. Ich wäre in den Tod gesprungen einfach. Gridnode Downtown abgeschlossen. 500 Punkte. Sehr schön. Das haben wir also. Was hier vorne? Ach, immer noch der Metagrid. Müssen wir die Mission denn machen? Ist das irgendwie so eine Hauptmission? Können wir deswegen keine Hauptmission... Also, können wir deswegen gerade nicht weitermachen? Es wird halt derzeitig nichts anderes markiert, ne? Vielleicht sollen wir das mal erledigen. Was ist das hier? Unterschlupf ist das nur? Hightech-Kit, Dash... Kameras und Drohnen. Weil bisher haben wir halt wirklich keine andere Mission. Ja, komm, wir machen die jetzt einfach mal. Komm, ganz ehrlich. Wegpunkt setzen. Haben wir vielleicht hier? Können wir hier schnell Reise tätigen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, können wir. Tatsächlich. Habe ich dann Gridnode gehackt? Ich meine nicht. Oh, ziemlich dunkel hier. Warte mal, sind wir, wo ich denke, wo wir sind? Ach nee, wir sind direkt bei Plastic. Oh. Hallo, ja. Ich denke, wir sollen hier hinlaufen, ne? Dann machen wir das mal. Ist halt leider eine Zeitmission. Deswegen habe ich die mal vermieden bisher. Aber es ist gerade die einzige Mission, die wir... Also Hauptmissionen-mäßig oder Nebenmissionen-mäßig machen können. Die halt ein bisschen größer ist. Weil diese kleinen Minimissionen, die sind ja letztendlich auch ziemlich langweilig an sich. Also, ist halt nur so ein Zeitvertreib. Okay. So. Gehen wir da mal hin. Was stand dazu? Warte mal. Lass mich das nochmal kurz durchlesen. Plastic erfordert die Metagrid anzuzapfen. Ein abgeschottetes Netzwerk, das ausschließlich der Konglomerat-Elite vorbehalten ist. Es gibt einen bestimmten geolokalen Datenpunkt-Schwachstellen, die Plastic ähnlich wie Gridleaks nutzen kann. Okay. Du musst Datenpunkte innerhalb einer bestimmten... Oh Gott. Ich muss Datenpunkte innerhalb einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Gebiet einsammeln. Ja, super. Klingt ja sehr spaßig. Naja. So eine Mission gehört auch dazu. Wahrscheinlich gibt es Leute, die die sehr mögen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch Zeitmissionen mögen, aber ich bin da nicht so ein Fan von. Also ich mache es lieber in Ruhe und ordentlich als schnell und halt, ne? Schnell und stressig. Oh Gott. Ja, mal sehen, ob das klappt. Ich bin gespannt. Hoffentlich tut's das. Der Metagrid. Komm, wir nehmen es an. Wettlauf. Schnappt dir sämtliche verschlüsselte Leaks, sei gewarnt. Nach der ersten Leak bleibt dir nur wenig Zeit, um sie alle einzusammeln, bevor dich Krugersack aussperrt und du von neu beginnen musst. Wo sind denn überhaupt welche? Wie sehen die überhaupt aus? Wo sind denn die? Hallo? Ach, da vorne. Verstehe. Okay, los geht's. Bin dabei. Echt? Wie viele sind's denn noch?
Fuck. Ah, den habe ich eingesammelt, okay. Hätte ich gar nicht nochmal versuchen müssen. Gott, wie komme ich da denn hoch? Fehlgeschlagen. Oh nein, oh, sogar nur so wenig. Okay, ich mach das mal kurz. Wow, ich hab's geschafft. Endlich. Hat noch ein paar Tries gebraucht, tatsächlich. Aber dann ging's. Okay, das war tatsächlich auch nur eine Nebenmission. Aber wir haben dadurch neue freigeschaltet, das ist gut. Das ist sehr gut. Was gibt's hier vorne? Lauschangriff. Hilft Plastik, ihren Metagrid-Zugang zu erweitern. Wir werden jetzt erstmal zu ihr hingehen. Ich will nämlich sehen, was sie dazu zu sagen hat. Wir können es auch noch in. Wir können auch Schnellreise hin machen. Da gehe ich doch nicht mehr manuell hin, seitdem ich das Feature habe. Ich bin jetzt faul geworden. Ist ja nicht so, dass ich das schon war. Okay, da sind wir auch schon. Hallo, was gibt's? Und, alles gut? Eine deiner Runner-Freundinnen ist verschwunden. Was? Wann? Was für eine Freundin? Frag nicht so viel. Ich weiß nicht, wie sie heißt oder ob du sie kennst. Sie hat meinen Metagrid-Zugang erweitert, so wie du. Dann war der Kontakt weg. Gib mir die Position. Ich sehe nach. Ich schick sie dir. Tut mir leid, Faye. Es ist nicht deine Schuld. Wer denn? Ich kenne keinen. ich weiß nicht, wen sie meint. Das ist mir neu. Okay, da vorne ist direkt einer. Ja, das sind tatsächlich gerade die einzigen Missionen, die wir machen können. Also müssen wir die wahrscheinlich machen. Ja. Okay, befreien wir sie mal. Denke ich mal, dass wir das vorhaben, oder? Oder sammeln wir die jetzt einfach auf? Und wir hinterlassen sie dort? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Mal sehen. Ah, okay. Ich habe Kruger-Sektfunk angezapft. Sie reden über eine Runnerin, die sie in die Enge getrieben haben. Ich wette, das ist sie. Der Metagrid ist es wirklich wert, angezapft zu werden. Ah. Lass mal hören, worüber sich die Familien so unterhalten. Viele von ist ja nett. Viele haben sich Sorgen wegen Reflection und ein paar sind auch der Meinung, Kruger würde es zu sehr forcieren. Warte, wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Schon mal nicht mit der Bahn, weil das, ich sehe, dass sie da irgendwie hochgeht. Wie kommen wir denn da hoch? Von da drüben? Hallo, gibt es einen Weg, der dorthin führt? Dann soll er sich jetzt melden. Okay, ja, hier können wir rüber. Ja, let's go. Da ist sie aber nicht mehr. Netz gefangen. Plastic hatte eine andere Runnerin gebeten, ihr bei der Erweiterung ihres Metagrid-Zugangs zu helfen. Diese Runnerin steckt nun offensichtlich in Schwierigkeiten. Sie sitzt in der Falle und ist von Kruger-Sec-Einheiten umstellt. Finde die Runnerin und hilf ihr zu entkommen. Ja, versuchen wir. Genau wie Kruger-Sec. Ich könnte sie vielleicht von dort abziehen. Was brauchst du dafür? Um ihren aktuellen Befehl außer Kraft zu setzen, muss über ein verifiziertes Terminal Alarm gegeben werden. Da ist eines in deiner Nähe. Du kannst sie natürlich auch einfach angreifen, aber meine Methode macht mehr Spaß. Bist du sicher? Macht die mehr Spaß, oder? Jetzt wäre eine Abstimmung cool. Wo soll das denn sein? Wo soll denn das Terminal überhaupt sein? Also, ich sehe hier nämlich keins. Es war offensichtlich, glaube ich, in diesem Gebäude irgendwo, ne? Es war auf jeden Fall lila. Gibt nicht sehr viele lilane Gebäude in diesem Spiel. Ich hab gedacht, hier wäre eine Tür. Steht die nicht offen? Nee, die steht tatsächlich zu. Was eine optische Illusion. Aber hier ist noch ein Chip. Ja, ich bin gerade im Überlegen, ob wir die einfach angreifen. Ist, glaube ich, auch ein coolerer Weg, oder? Hey, Augen auf. Vor ins Gesicht. Mann, die soll nicht allzu schwer sein. Auch gut. Kuma feuert dich jedenfalls an. Komm schon. Und ich hätte verpassen. Let's go. Au, au. Nee, die machen doch ganz gut Schaden. Nevermind. Ich habe nicht gesehen, dass hier so viele waren. Und ich bin hier mit einem beschäftigt, währenddessen andere mich anschießen. Au. Einmal bitte um den Block rennen. Nein! Sie machen gut Schaden. Okay. Weiter geht's. Ja, man kann ganz gut Kombos machen derzeit. Okay, jetzt sind es nur noch die hier. Und die kann man eigentlich ganz gut fertig machen inzwischen. Guck mal. Der hatte ja nicht mal mehr eine Chance an dem Punkt. Und den können wir runterkicken eigentlich. Weg ist er. Oh
Guck mal, war doch gar nicht so schwer. Aber ich glaube auch nicht, dass die Mission erst so spät kommen sollte im Spiel. Das war einfach nur meine Laziness. Oh. Nehmen wir den noch mit. Und wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Ach, da wäre das übrigens gewesen. Ja, gut, der war kurz um der Ecke. Aber ich fand den Weg ganz cooler. Glaube ich. Was sind diese Geräusche? Was war das gerade? Warum ist hier irgendwie so... Warum sind die so komische Geräusche? Ist das der richtige Weg? Ich schätze einfach mal. Nee, irgendwie funktioniert das nicht. Schon wieder. Das ist irgendwie so... Das sind irgendwie so... Weiß ich, das hört sich so an, als wenn das irgendwie verzauberte Geräusche wären. Wie sollen wir denn da hochkommen? Einfach rein können wir nicht. Oder müssen wir das Teil da trotzdem ausschalten? Hallo? Online zu gehen. Ach so. Ah, oh mein Gott. Ja gut. Darauf hätte man kommen können. Auch ohne die Runner Vision. Aber na gut, dafür ist sie ja da, ne? So. Jetzt hier ran. So, bitteschön. Bist jetzt frei. Hey, die Luft ist rein. Krugersack ist weg. Du bist Face, stimmt's? Hat dich Plastic geschickt? Ja, hat sie. Danke. Ich dachte, ich bin geliefert. Schon okay. Wir sehen uns. Ja, kein Problem. Erfolg freigeschaltet. Du hast, ich werde nicht untergehen freigeschaltet. Okay. Ist immer sehr ungewohnt, auf EA Achievements zu erhalten. Ist das einzige Spiel, was ich bei dem EA Launcher habe. Sonst alles über Steam. Aber na gut. Das war halt auf EA war es halt günstiger. Positionsvorteil, Infos Protector. Das wäre eigentlich auch mal schlau, ne, hier drin zu investieren. Was haben wir hier noch so? KI-Störung. Ja, das brauchen wir noch nicht. Aber vielleicht bald. Ich weiß es nicht. Wir holen uns das mal. Ich weiß nicht, wann wir es brauchen werden. Besser haben als brauchen. Und ja, das kann man auch mal machen. Machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Das bietet sich doch an. So, nächste Mission befindet sich hier hinten. Ja, können wir da eine Schnellreise hin tätigen? Mal, Unterschlupf. Ich meine nämlich schon. Ja, perfekt. Okay. Der nächste Dings ist direkt da drüben. Der ist hier markiert. Das heißt, wir sind direkt dort. Und müssen wahrscheinlich nochmal das gleiche machen, ne? Irgendwie so ein Zeitlevel müsste das sein. Glaube ich. Schätze ich. So. Oh, warum kann ich nicht rüber? Jetzt. Lauschangriff. Ach nee, hilft Plastic ihren Metagrid-Zugang zu erweitern. Zapfe sämtliche Datenpunkte an, bevor die Firewall das System abriegelt. Okay, also doch. Der Ablauf ist derselbe wie immer. Viel Glück. Ja, es kann schwer werden. Gut, den ersten hast du. Weiter so. Ja, danke. Gott, das ist hier ganz anders aufgebaut diesmal. Nicht mal eine Ahnung, wie ich da hochkomme. Nee, das wird nichts. Aber wir haben 30 Sekunden Zeit, aber ich glaube trotzdem, dass Fehler nicht erlaubt sind. Ich glaube, diese Zeit brauchen wir auch. Ich kann trotzdem schon mal gucken, wo die Sachen sind. Boah, da sind echt viele diesmal, ne? Nee, also in dem Run schaffen wir es definitiv nicht mehr. Ich kann mir trotzdem schon mal anschauen, wo die Sachen sind. Gott, oh Gott, wo fängt man denn überhaupt am besten an? Das sind echt viele diesmal. Okay, ich versuch's nochmal. Okay. Wir fangen hier mal an. Ich glaube, das ist tatsächlich schlauer. Oder ist es das? Wie wär's, wenn man da drüben anfängt? Nee, das ist auch dumm. Irgendwie das Gefühl, den da vorne mitzunehmen, ist schon am schlauesten. Warte mal, kann hier drunter durchsliden? Ich mach das so. Ich mach das mal so. Ich denke, das sollte ein guter Weg sein. Oh gut. So, dann hier. Und da kriegen wir noch leider nicht mit,
Gott. Nehmen wir jetzt aber mit. Bloß nicht stehen bleiben. Na, schaffen wir nicht. Leider werden wir das auch nicht schaffen. Oder gibt es mehr, als man einsammeln muss? Nee, nee. Shit, das ist ja richtig schwierig. Ja, das könnte jetzt theoretisch unser letzter sein, aber da war noch einer. 7 von 10! 3 haben mir noch gefehlt. Ja, das wird jetzt auch wieder ein stressiger Akt. Ja, ich habe es gerade noch ein paar Mal versucht. 8 von 10 war jetzt das Höchste. Ich habe keine Ahnung, wie man das in dieser Zeit schaffen soll. Ich breche es jetzt einfach mal ab. Und guck mal kurz, ob wir wirklich noch woanders eine Mission haben. Weil die zackt ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Und es ist halt auch eine Nebenmission. Ich würde eigentlich echt mal gerne wieder eine Hauptmission haben, aber hier sind irgendwie keine mehr. Was ich ein bisschen schade finde. Weil, hallo, ich will mal wieder eine spielen. wahrscheinlich muss man das aber wirklich machen, um die nächsten Hauptmissionen freizuschalten, oder? Das finde ich ein bisschen blöd, dass du das machen musst dafür. Weiß nicht, ob ich davon so ein großer Fan bin. Ah, shit. Aber das ist so eine schwierige Aufgabe. Pass auf, ich versuch's jetzt noch ein paar Mal und dann gucken wir mal, was wir machen. Ich lasse mir schon was einfallen. Also auf der Karte hier unten steht aktuelle Mission Gefangener X. Sprich mit Isabel Krüger. Problem ist nur, mir ist diese Mission halt leider nicht, mir wird es nicht angezeigt. Was ich ein bisschen komisch finde. Untergrunddaten anzeigen. Okay, ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Jetzt. Oh, das ist aber auch fies gemacht. Guck mal, wir sind sogar direkt hier. Wir müssen einfach nach unten. Wow, okay. Dann reden wir mal mit Isabel Krüger. Die, glaube ich, die Tochter ist von Krugersack, von dem Anführer. Ich wusste nicht, dass das eine Funktion ist. Ich habe ein bisschen Zeit dadurch verschwendet. Aber gut, Schnellreise ist ja an sich auch was, was wir nutzen können. Nur das mit dem Metagrid von Plastic war jetzt unnötig. Aber okay. Gut, reden wir mal mit ihr. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Hey, hier rüber. Wait, warte mal. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich glaube, wir sollten doch da vorne lang gehen. Okay. Da vorne ist es doch schon. Hallöchen. Für sein braves Töchterchen tut er wohl alles, hm? Du wirst bestimmt mal eine tolle Führungskraft. Wie du meinst. Was willst du? Meine Freunde. Ich weiß, sie sind nicht alle tot. Nur leider ändert das nichts. Du siehst sie niemals wieder. Wo sind sie? Frag doch meinen Vater. Er redet sicher gern mit dir. Darauf wette ich, aber ich frage dich. Und wenn mir deine Antwort weiterhilft, hole ich dich hier raus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und der Aktenzugriff ist nur über den Krugersack-Hauptrechner möglich. Viel Glück damit. Ich hab immer Glück. Plastic, kannst du mir helfen, bei Kasek einzubrechen? Ich muss an ihren Hauptrechner. Bei Kasek? Im Hauptquartier? Claro! Gut, legen wir los. Das mit dem "ich hab immer Glück" zu sagen, finde ich ein bisschen, finde ich eine dolle Aussage. Die ist krass. Guck mal, da können wir direkt eine Schnellreise hin machen an sich. Glaube ich. Wo steckst du? Ich habe Neuigkeiten über Noah. Es könnte sein, dass er noch lebt. Das ist doch... Wann? Alter. Der freut sich ein bisschen zu doll dafür. Halt mich auf dem Laufenden. Ich denke übrigens, dass wir uns langsam von Black November verabschieden sollen. Rebecca wird mir von... Fahr mal noch extra hoch. Ich glaube, die Schnellreise klappt hier unten nicht. Ein bisschen blöd, dass Icarus unsere einzige unser einziger Kumpel derzeitig ist. Weil wie gesagt, ich mag den eigentlich nicht so. Aber der scheint sympathischer gewesen zu sein, geworden zu sein. Was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Okay, Schnellreise nicht verfügbar. Hier vorne aber, oder? Ja, da vorne geht's doch. Boah, das ist doch schon ein kürzerer Weg. Okay. Ja, wir sollen direkt hier lang. Runner Vision ist ja noch an. Whoop. Was?
Wer jetzt? Ich bin jetzt so mitten im Gespräch aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, worüber die reden. Da oben hin komme ich? Achso, hier ist ein Dings. Was? Achso. Und dann ist da noch irgendwas über das limbische System, das ich nicht ganz kapiere. Wie kommen wir denn hier rein? Noch nicht. Wie kommt man hier rein? Das sehe ich gerade irgendwie nicht, wie man da reinkommt. Achso, wir müssen dafür erst das Ding nutzen. Okay, ich denke, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Ich sollte öfters darauf achten, dass ich das auch nutze. Sind wir schon drin in dem Hauptquartier? Kann ich da hoch? Nee. Bestimmt ein paar Leute. Sind die nicht total gehasst irgendwie oder so? Ich hab gedacht, die haben verdammt viele Feinde. Und irgendwer hat bestimmt von denen Bomber oder so zu Hause auf dem Hof rumstehen. Bestimmt. Okay, einmal hier lang. Ganz langsam hier hochklettern. Warum denn auch nicht? Guck mal, hier hat gerade jemand was repariert. Wir können von Glück sprechen, dass das Lüftungssystem noch auf war. Oh, sieht voll schön aus hier. Warum haben die alles so ein Lila? Ich will auch. Kann ich bitte auch ein paar lila Pflanzen haben? Dankeschön. Junge, das sieht ja so geil aus. Holy shit. Was? Selbstlilanes Wasser? Alter, das ist ja wie für mich gebaut, dieser Ort. Wenn ich ein Bürgermeister wäre, ne? Ich sag's ja nur. Dann wäre das doch mein Plan hier. Das wäre mein Plan. Aber na gut, was auch unser Plan ist, ist, dass wir in der nächsten Folge hier hinten hinlaufen. Begib dich in die View. Das werden wir in der nächsten Folge von Mirror's Edge Catalyst machen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet es jetzt mal wieder ein. Lasst eine Bewertung da. Habt noch einen wunderschönen, parkourreichen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.